Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Ja, es ist immer noch unfassbar, dass wir immer noch leben. Und da wir hier vorhin erst einmal die ganzen Gerätschaften rausgerissen haben, sollten wir da mal die Stromleitung wieder durchziehen, oder? Da sind da immer noch welche drin. Oh, die sind immer noch drin. Das ist ja phänomenal. Gut, und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich doch mal das hier entfernen sollte. Weil die ganze Temperatur wird da ja immer wieder ausgetauscht. So dementsprechend bringt mir die passive Kühlung momentan nichts. Dementsprechend kommst du da raus. Habe ich da irgendwo einen Baumeister? Braune sollte am besten noch weiterhin forschen. Peluso, das kannst du später weitermachen. Kümmere dich doch bitte erstmal darum. Danke. So, wie lange dauert es noch, bis wir die Batterien haben? Ja, könnte man in dieser Aufnahmesession schaffen. So. Strukturen. Haben wir Marmor? Ja, Bissi haben wir noch. Dementsprechend Peluso. Fass. Sehr gut. Ja, ich hoffe mal, ihr lässt das Stall da drüben nicht vergammeln. Du schleppst da alles raus. Wunderbar. Blöd, dass wir jetzt keine Mörsergeschosse haben. Was brauche ich denn eigentlich für Mörsergeschosse? Röhrenfernseher. Hier, Mörser. Vielleicht sind die da mit dabei. Wer weiß das schon. Tust dann hinterher auch putzen, wenn du mit dem Schleppen fertig bist? Ich hoffe mal. Naja, wenn du dann mit dem Schleppen fertig bist, dann kannst du mir an sich ja dann auch noch, nachdem du geputzt hast, weitere Steine produzieren. Damit wir hier munter das ganze Holz austauschen können. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Und eventuell sollte ich mal das ganze Stahlzeug hier demontieren. Moment, gibt es da auch ein... Ja, guck mal. Es geht doch gleich viel schneller, ne? Dann würde ich mal sagen, zerlegen wir die Sandsäcke hier. Abreißen. Damit wir den Gegnern hier keinen Vorteil geben. Da wird sich doch hoffentlich bald jemand drum kümmern. Und ja. Dann könnte man eventuell mal irgendwann mal da uns darum kümmern, dass wir hier irgendwo unsere Verteidigung aufbauen. Ob ich die Fallen dann noch da stehen lasse, keine Ahnung. Ja, das psychische Brummen sollte hoffentlich irgendwann mal abklingen. Ja, da hat mittlerweile schon 6,7 Stunden lang. Du bearbeitest Steine. Nun gut. Was machst du? Du trägst Beeren. Wer ist denn eigentlich unser Nummer 1 Koch momentan? Trevino. Oh, der kann auch kochen. Aber von euch kocht mir keiner mehr. Moment mal kurz, wir könnten doch mal... ein paar leckere Mahlzeiten produzieren lassen, oder? So für zwischendurch. Produziere für immer. Ja. Peluso, was treibst du? Ach, du kochst momentan nichts. Ja, dir sollte mal jemand die Steine hochschleppen oder du hörst auf, Steine zu bearbeiten. Oh, das dauert ja ewig, bis du da hochrennst. Und hoffentlich rastet dieser Truthahn hier nicht aus. Der guckt schon so böse. Ja, weiter. Hier geht ja momentan eh nichts voran. 8% gewachsen, 11, 11, 60%, 18%. Ja, dann können wir bald wieder Holz haben. Und das Lager hier wird auch immer leerer. Weil die ganzen Steine mittlerweile rausgeschleppt wurden, wie es aussieht.
Oder haben wir da noch welche? Nee, ich glaube nicht. Alte Möbel, dafür sollten wir irgendwo ein Sperrmülllager aufbauen. Na, guck mal, das ganze Stahl wurde hier abgebaut. Ist doch auch nicht schlecht. Da muss sich bald nur irgendjemand drum kümmern. Braune wirft wieder mit Hufeisen um sich. Und holt sich dann eine einfache Mahlzeit. Lass es mal bleiben. Unser Lehrling kann das... Unser Lehrling kann das bald irgendwann mal ausgleichen. Beziehungsweise wegräumen, sobald er ausgeschlafen ist. Was stimmt denn mit dir nicht? Das psychische Brummen macht dich fertig. Alles klar. Kochst du jetzt mal was? Eine einfache Mahlzeit. Vielleicht sollte ich die einfachen Mahlzeiten da erstmal sperren. Mhm. Jo. Nee. Ach, das kannst du gar nicht? Moment. Steine machst du jetzt momentan gar nicht, weil sonst... Mach da mal bitte weiter. So, wenn wir es jetzt aber sperren... Kann ich kochen, keine Materialien. Ach, dafür bräuchte ich eventuell Fleisch oder so. Kann das sein? Nun gut. Ist ja auch in Ordnung. Was mich beunruhigt, ist wirklich, dass du da Steine bearbeiten möchtest. Haben wir nichts Besseres für dich zu tun? Hier mal kochen. Ich glaube nicht. Dann mach einfach mal weiter. So, was treibt Mensch eigentlich? Pflanzt ihr noch die restlichen Bäume an? Soll uns auch recht sein. Und dann warten wir eigentlich darauf, dass es wieder Tag wird. Jetzt sollten wir unsere Jäger mal wieder rausschicken. Ach, guck mal, hier ist wieder so vieles verdorben. Moment mal kurz. Mach mal. Ganz genau, wir haben hier ja noch ein Tier. Es verdirbt in weniger als einem Tag. Das heißt, wir haben noch ein paar Stunden. Und mit dem Zeug könntest du dann rein theoretisch ein paar leckere Mahlzeiten herstellen. Sehe ich das richtig? Jawohl. Wir brauchen Fleisch für leckere Mahlzeiten. Ohne Fleisch kann es ja gar nicht lecker werden. Sehr gut. Wie lange halten die? Auch nur 3 Tage. Ja, Braune reißt hier erstmal die Sandsäcke ab. Naja, Marmorblöcke. Hol doch erstmal das ganze Stahl da unten ab. Das wäre vielleicht sinnvoller. Braune, gehst du forschen? Ja, sehr schön. Sehr gut. Blitzsturm. Wird hier irgendwo brennen? Moment mal kurz, da fällt mir gerade ein... Was hältst du eigentlich von Bergarbeit? Darin bist du zwar nicht gut, aber du wirst dann nebenbei auch noch ein bisschen Stahl abbauen. Wir werden später eine ganze Menge Stahl brauchen. Risikozusammenbruch. Trevino. Ja, es ist Tag. Dann leg dich doch schlafen. Du musst doch nicht alles auf einmal machen. Die paar leckeren Mahlzeiten sollen doch mal ausreichend sein, oder etwa nicht? Ja gut, du willst das Fleisch noch verarbeiten, damit es nicht schlecht wird. Die Frage ist... Ist hier irgendwo Feuer? Ja, da unten.
Tiere, lauft mal weg. Weißt du, erst eine ganze Herde und dann sowas. Na komm, das restliche Fleisch brauchen wir noch nicht jagen. Ich meine, die restlichen Tiere, solange wir die leckeren Mahlzeiten noch nicht aufgebraucht haben. Moment. Genau. Geh jetzt erstmal was essen. Mal gucken, ob sich die leckere Mahlzeit deine Stimmung auswirkt. Ja. Das ist doch ein großer Vorteil. Also würde ich mal sagen, setzen wir mal die Produktion von Dörrfleisch und einfachen Mahlzeiten aus. Mhm. Du sammelst nach wie vor Sachen. Eventuell könnten wir dich mal dazu zwingen, dass du dich überall sauber machst. Bevor der Stahl hier verbrennt, solltest du es vielleicht auch mal abholen. Ganz genau. Mhm. Ach Tiere, rettet euch doch mal hier zu den Steinen. Ja, und ich habe mir Sorgen um die Alpha-Biber gemacht, dass die mir hier alles wegfressen. Aber so ist ja auch in Ordnung. Abscheuliche Umgebung. Ja, ich würde ja auch einen Teppich spendieren, wenn ich könnte. Flamingo, was sagst du denn so? Ja, dir geht's eigentlich richtig gut momentan. Ja, die Kleidung ist halt ausgefranst. Daran kann ich leider nichts ändern im Moment. Und Braune forscht munter weiter. Und es ist windstill. Also eine Energiequelle reicht da leider nicht aus. Was wir schon mal bauen könnten, wäre so eine Art Batterielager. Vielleicht hauen wir die Batterien auch hier rein. Hm. Jo, Albuquerque holt hier... Oder... Abanquerio. Ich nenne dich ab sofort Albuquerque. Das kann sich doch jeder merken, oder? So. Ganz genau, du holst mir mal das ganze Stahl da ab. Dann isst du noch mal was Leckeres. Und dann paffst du ein. Hi vom Rauchblatt. Naja. Dann gute Nacht. Vorratskapsel. Ja, den Reis brauchen wir nicht zwingend. Der kann von mir aus abwackeln. Ja, die ganzen Tiere verbrennen hier. Ja, die sollten wir vielleicht notschlachten oder so. Du bist ja mutig. Naja, aber jetzt brennst du langsam. Eieieiei, rennen die immer ins Feuer rein oder was? Du gehst jetzt erstmal frühstücken. Das ist absolut in Ordnung. Weißt du was, Mädel? Nee, zum Jagen braucht ihr auch noch nicht hingehen. Verarbeite erstmal die Steine, genau. Ich hoffe, du kommst dann noch rechtzeitig wieder raus. Ja, die Forschung für die Batterien ist ja bald durch. Sehr gut. Ein Tag noch. Dann volle Kraft voraus. Und das Feuer kommt bedrohlich näher. Ja, ihr verbrennt hier komplett. Aber das die restliche... Also die restlichen Viecher haben es ja überlebt. Ja, auch nicht schlecht. So, Braune macht jetzt die Batterien fertig. Sehr gut. Ha, gleich haben wir Batterien. Sehr gut. Dann erforschen wir als nächstes die automatischen Geschütze.
So, Batterien. Dafür bräuchte ich ja fast schon extra Raum, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Moment, erstmal die Temperatur. Ganz genau. So, Strom. Dafür brauchen wir Bauteile und Stahl. Ja gut, bekommen wir hin. Die Frage ist, wo machen wir unseren Batterieraum hin? Hier eventuell? Könnte man ja beinahe machen, aber das ist dann ja relativ weit weg. Oder hier hinten was überdachen. Dann dahin stellen. Weißt du was, das machen wir so auch. Marmortür. Ja komm, zieh's komplett zu. Dann. Moment, lass mal laufen. Böden. Boden glätten. Das können wir dann gleich auch nochmal machen. Und dann setzen wir hier und da eine Marmorplatte ein. Damit es nach was aussieht. Ja, du schleppst im Moment eine ganze Menge Zeug ins Lager. Ja, und du legst dich auch mal schlafen. Na gut, wenn die toten Biber hier verbrennen, dann habe ich auch nichts dagegen. Das Problem ist, die liegen da auf Stein. Naja, zumindest arbeiten da Peluso und Braune zusammen. Was ja auch schon mal was wert ist. Gut. So, Moment mal kurz, wo haben wir jetzt Bauteile? Hier hätten wir welche. Alles klar. Moment, Befehle abbauen. Ich hoffe mal, dass da noch mehr sind. Klar, du räumst hier nochmal das ganze Zeug hier auf. Ach, da oben ist schon wieder Holz. Nun gut, hol bitte das Holz. Ja, gegen diese Feuersbrunste kannst du einfach nichts machen. Das funktioniert aber im besten Willen nicht. Aber gut, Holz brauchen wir ja auch. Gut, Braune und Peluso glätten noch den Boden in aller Ruhe, während er hier alles einsammelt. Wie viel Holz haben wir denn da noch? Ja gut, noch zweimal rennen. Ja, du trägst jetzt noch Kartoffeln. Die können ja von mir aus ein paar Tage draußen liegen bleiben. Die werden davon nicht schlecht. Im schlimmsten Fall wachsen da neue Kartoffeln raus. So. Und Bergbau. Aber bevor du irgendwas machst, putzt du erstmal. Ich sagte, du putzt dir erstmal. Damit sich hier alle wohlfühlen. So einigermaßen. Hoffentlich bekommen wir da einige mal von diesen Bauteilen raus. Wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann ist ja auch alles in Ordnung. Was passt dir denn schon wieder nicht? Alkoholentzug. Eieieiei. Das wird wirklich noch ein dramatisches Problem. Naja, aber solange er kiffen kann, ist ja auch alles in Ordnung. Gut, jetzt haben wir hier wieder Feuer. Ob dieses Feuer dann zu einem Problem wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.